Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir Zapdos gefangen, der irgendwie schneller zu fangen war als Arctos, aber egal. Du fandest das sogar irgendwie ziemlich lustig. Ja, ich fand das lustig, weil, keine Ahnung. Egal. Hätte ich das gesehen, hätte ich wahrscheinlich dich auch mit dir. Wie auch immer, jetzt gehen wir ins Pokémon-Haus, wo man mir gesagt hat, ich soll die Trainer besiegen. Dass ich nicht lache. Um zu trainieren, ja. Verdammt, ich hab vergessen, was ich dir sagen wollte. Wozu soll ich denn trainieren? Trainieren ist was für Weicheier. Was auf jeden Fall? Eigentlich ist trainieren was für die Richtigen, weil... Wenn ich Weicheier wäre, Ja, ist gut, ich hab verstanden. Oh, da ist ein Item, das brauche ich. Da ich noch genug Topschutz habe. Protein. Braucht kein Mensch, aber. Du kannst verkaufen, weil du hast ja so wenig Geld. Ich habe wirklich nicht mehr viel. Echt? Und dich Arschloch habe ich schon bewegt. Wie auf Thumbnail von meinem. Ja, aber Luigi, nein, ich wollte nicht kämpfen. Ich finde keinen Weg nach draußen. Da reinst ihr Garten. Sag nur, du bist ein Pokémon jetzt. Nee. Ein Deep Arnie. Wie Arnold Schwarzenegger. Mit Glumanda Level 34. Aha. Es hat sich nicht entwickelt. Sehr interessant, oder? Interessant. Der müsste doch eigentlich Glutexo haben. Dir bringt die Rauchwolke gar nichts. Du kriegst jetzt schön Surfer in die Fresse. Und dann bist du down. Jo. Wie gedacht. Down. Dragonier ist erst Level 36. Vielleicht nicht mehr. Jetzt hat er ein Glutexo. Kriegst trotzdem nochmal Surfer in die Fresse. Welches ist denn Glutexo? 34. Oh. Dann braucht noch zwei Level, dann hätte er einen Lover. Kriegst trotzdem jetzt einen Surfer in die Fresse. Warum geht die Attacke daneben? Grimasse macht mir solche Angst. Außer, dass meine Initiativen zu stark sind. Ja, Rauchwolke in die Fresse, genau. Kriegst du einen Surfer in die Fresse. Geht schon wieder daneben, ich werd nicht mehr. Ich wollte gar nicht. Flammenwurf, der bringt dir gar nichts. 17 KP abgezogen, ja gut. Ich will jetzt Surfer treffen. Oder soll ich etwa gleich Dickdreh rausholen? Ja, das reicht mir. Dicktree, komm mal her. Intensität ins Face. Intensität. Komm, Hä? Wie viel ist Intensität? Der hat erstmal meine Initiative gerade gesenkt. Ach so. Intensität 7. Down. Oh, down. Down. Und Dickdreh Level 41, geil. Hat sich also doch irgendwo gelohnt. Daniel Down-Syndrom. Hahaha. Kennst du ihn nicht? Findest du lustig, wa? Diese Höhle ist verwirrend.
Ja, für mich ist das jetzt eine Höhle. Ich hab's umbenannt, es ist eine Höhle. Also, du bist jetzt Entwickler, spezieller Gott. Ja. Hand Gottes. Mann, nein. Gut, da. Wie komme ich da nochmal hin? War da noch eine Treppe oder was? Das hat doch auch was dran. Ein versteckter Schalter. Ich hab irgendeinen scheiß Schalter gedrückt. Ich glaube, das war nichts Gutes, oder? Doch, es war was Gutes. Ich habe auf jeden Fall Eisen gefunden, womit ich meine Pokémon noch ein bisschen verbessern kann. Ja, ich bin so dumm. Der sagte, ich soll da... Mein Mentor lebte einst hier. Jetzt muss ich... gegen so einen Spaten kämpfen. Forscher Carol. Heißt so nicht die Frau von Plankton aus SpongeBob? Ja. Ne, Karen. Karen heißt die. Magnetilo hat mich gerade paralysiert, Ding da. Und jetzt kann ich nicht angreifen. Und seine Ultraschallattacke geht daneben, immerhin. Ne? Ultraschall, ah, ha, ha, ha. Ja, der war aber nicht schlecht. Du bist schlecht. Nein. Ah, Flammenwurf ins Face. Weil ich weiß, Feuer ist effektiv gegen Elektro. Ich hab gelernt. Ein bisschen. Wie gesagt, ein bisschen. Und ich besitze genug Menschenverstand, um zu wissen, dass Wasser gegen Elektro nicht effektiv ist. Aber umgekehrt. Und ich habe mich vor Verwirrung selber verletzt. Spaß. Schon wieder Ultraschall. Alter. Ich bin nicht schwanger. Ich kill mich hier nur gerade selber. Alter, verpiss dich mit deinem Ultraschall. Hä? Egal. Glurak ist auf jeden Fall gleich tot. Voltoball hat keine Chance. Genauso wenig wie ein Elektroball. Elektroball sieht viel cooler aus. Hört doch mal auf mit eurem Ultraschall. Ich bin nicht schwanger. Vor allem... Wieso, warum? Die sagt, ich soll das linke Ding zum Runterspringen nehmen, wa? Das linke, ja. Das hat mir echt was gebracht. Nämlich gar nichts.
nicht mehr so viel Schutz. Wie viel hast du denn noch? 14. Oh. Nicht mehr so viel. Jetzt geht's hier runter vielleicht. KP Plus gefunden, okay. Dieses Haus ist verwirrend. Weil ich mich versprochen habe. Ja, ist jetzt gut. Ich hab verstanden, worauf du hinaus willst. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, es hat nichts gebracht. Ich lese mir das nochmal kurz durch. Sorry Leute, ich bin dumm. Ich bin die ganze Zeit in ein falsches Ding runtergesprungen. Ich bin noch dümmer, weil ich vergessen habe, Schutz einzusetzen. Und also wir können heute einiges noch aufnehmen, wenn du Bock hast. Ja. Wir hätten theoretisch schon weiter, theoretisch hätten mehr Parts sein können. Aber wir haben ja so lange. Gut, das stimmt. Hier muss ich runter. Ah, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen? Ich bin ein Spast. Ja, da gebe ich dir recht. Ramon. Das ist der erste, der sich selber bildet. Was, Ramos? Ramon. Entschuldigung, ich habe Ramos verstanden. Ja, ich auch. Und ich pack für den nächsten Kampf. Ne, Glurak nicht. Was ist gegen Elektro alles effektiv? Außer Feuer. Boden. Stimmt. Nidoking, komm mal her. Hoffentlich hat er eine vernünftige Bodenattacke, weil Nidoking hat viel KP und der sollte nicht so leicht sterben. Der hat keine Bodenattacke, verdammt. Diktri, komm mal her. Schaufler. Der killt sich selber. Okay, der killt sich selber, wollte mich treffen, ich habe mich eingegraben und der ist dumm. Was ist Smogmog? Smogmog. Das Gift, wa? Jo, gegen Gift ist effektiv. Scheiße, was ist gegen Gift effektiv? Warte. Scheiße, weil ihr gerade Flugzeug oder was los? Ja, das ist ein Flugzeug. Echt? Weil der gegen Gift ist Boden und Psycho effektiv. Boden, dann lasse ich dich drehen. Der fliegt aber.
Der wehrt Bodenattacke mit Schwebe ab. Warum ist der Boden gegen den Duft effektiv? So. Und was ist noch effektiv? Elektro? Ne, Psycho sagtest du, wa? Ja. Porygon. Porygon, du warst es doch, oder? Nur die und ihr Rauchwolke, wa? Porygon ist cool. Psystrahl. Oder Psystrahl. Opa, ein Gangnam Style. Ich hätte mir, glaube ich, lieber ein Abra holen sollen. Und das dann ganz gut trainieren sollen. Ja, der hätte auch nur ein Kadaver gehabt. Ja, ich. Kagawa. Ja, ich will aber Simsala haben. Warum können meine warum hat Robert denn dann eins? Ein Simsala? Ja. Ich hasse euch Entwickler. Ich hasse euch Entwickler. Da kann ich das Haus verlassen. Hier war ich doch schon mal, meine ich. Bin auf jeden Fall hier im Kellergeschoss, okay. Hier bin ich schon mal richtig. Was muss ich mir jetzt holen? Also ich brauche Blizzard und Solarstrahl. Und den Fragezeichenöffner für die Arena. Und ich habe eine Top-Genesung. Schon mal was Gutes. Ja, so sieht's aus. Ne, wenn ich nicht kämpfen muss, dann kämpfe ich auch nicht, wa? Ich habe auf jeden Fall schon mal den Blizzard gefunden. Da liegt einfach mal so was auf dem Tisch rum. Der Fragezeichenöffner. Also die Arena können wir hier im nächsten Part auf jeden Fall direkt machen. Und ich denke, das machen wir auch, oder? Hier haben wir Solarstrahl. Kann ich mich nicht theoretisch mit einem Fluchtseil hier rausholen? Eigentlich schon. Wenn du alles hast, was du brauchst. Ja. Fluchtseil. Hab mich rausgeholt, okay. Dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Und im nächsten Part machen wir dann die... Was? Das war der Part? Ja. Aufmerksamkeit. Ah ja. Und im nächsten Part machen wir dann die Arena von Zinnoberinsel. Und danach die Islander. Bis dann. Ciao.